Seit vergangenem Freitag ist Carsten Ahrens der neue starke Mann im deutschen Herrentennis. Oder sollte es zumindest sein. Die Aufgabe ist groß, nach einem Jahr Unruhe in der deutschen Tennis-Nationalmannschaft. Genauso wie die Erwartung. Das ist weder Belastung noch es ist Ansporn. Es ist eher eine Herausforderung. Aber es soll eben auch so eine Mischung sein. Und es soll eine Inspiration sein. Und das spüre ich ganz stark. Das war am Anfang, jetzt vor 2, 3 Wochen, als der Erstkontakt entstanden ist zum DTB, gar nicht gleich da. Das ist wirklich so entstanden über die letzte Zeit. Und ich habe gemerkt, dass da eine ganz große Inspiration gewachsen ist in mir, das zu gestalten. Anfang Februar steht Ex-Profi Ahrens vor seiner Feuertaufe. Auswärtsspiel in Argentinien, auf Sand. Schwieriger war ein Einstand selten. Doch Ahrens erinnert daran, nicht zu kurzfristig zu denken. Es geht hier nicht nur, sage ich mal, um das Argentinien-Spiel, sondern ganz im Gegenteil. Das Ganze steht und fällt wirklich mit so einer langjährigen Vision. Und das ist jetzt erstmal angelegt auf 3 Jahre. Und da soll ein Unterschied entstehen. Das ist das wirklich Wichtige, worauf ich immer wieder hinweisen will, dass ich hier auch nicht antrete als Teamchef des Davis Cup Teams, sondern als jemand, der da einen Unterschied machen will in den gesamten Bereichen. Carsten Ahrens will sich nicht unter Druck setzen lassen, sein Konzept durchsetzen. Sein Team kennt er gut, Tommy Haas hat er betreut, Kohlschreiber, Meier und Stäbe spielen unter ihm in Aachen in der Bundesliga. Der 43-Jährige will sich intensiv mit ihnen austauschen, auch sie sollen Verantwortung übernehmen. Eine gewisse Klarheit soll da, Verbindlichkeit soll da schon rein, auch in ein kleines Regelsystem und so, dass man einfach die Sachen klärt untereinander und dann aber auch so ein Gestaltungsraum da ist. Also ich sage, so, jetzt sagt ihr mal, wie ihr gewisse Dinge vorstellt, dass das so eine Balance, eine Mischung ist aus meinen Vorstellungen, die auch so umgesetzt werden, aber auch ein Spielraum für die Spieler. Also dass es ein gemeinsames Projekt wird. Die Spieler begrüßen die Entscheidung des DTB und sind bereit für einen Neuanfang mit Ahrens. Als erste Aufgabe steht für den neuen Teamchef das Zusammenführen der Individualisten auf dem Plan. Denn nur ein Ziel lässt sich gemeinsam verwirklichen. Ein Davis Cup Sieg? Naja, weil da der Teamgedanke dahinter steht. Dann hätte ich das Gefühl, dass die Nationalmannschaft für das deutsche Tennis mehr machen würde als ein unglaublich außergewöhnlicher Grand-Slam-Sieg eines Einzelspielers. Aber der Teamgedanke, der würde mir besser gefallen. Ahrens, der es als Spieler bis auf Platz 109 der Weltrangliste schaffte, weiß jedoch, dass sich ein Team erst finden muss und der schnelle Frieden brüchig sein kann. Obwohl seine Aufgabe langfristig angelegt ist, steht und fällt die Mission mit dem Auftreten in Argentinien. Ein Erfolg wäre sicher der Startschuss für mindestens 3 möglichst positive Jahre beim DTB.